Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, ein herzliches Grüß Gott an diejenigen, die uns nicht nur hier in Frankfurt zuhören, sondern auch an Bildschirmen gespannt sind auf das, was die FDP heute hier zu bieten hat. Und ich freue mich sehr, Sie im Namen unseres Bundesvorsitzenden Philipp Rösler, Sie ganz herzlich willkommen zu heißen zu unserem außerordentlichen Bundesparteitag. Lieber Herr Rösler, wir werden gemeinsam hier auf diesem Bundesparteitag streiten, uns einsetzen, überzeugen für liberale Prinzipien und Werte. Und das ist eine gute Gelegenheit. Herzlich willkommen auch zu Ihrem Bundesparteitag. Ich begrüße sehr herzlich unsere Minister. Ganz herzlich Guido Westerwelle, unseren Außenminister. Dirk Niebel, unseren Minister für Entwicklungszusammenarbeit. Und Daniel Bahr, unseren Bundesgesundheitsminister. Ich freue mich sehr, dass unser Ehrenvorsitzender und langjähriger Außenminister Hans-Dietrich Genscher heute auch an diesem außerordentlichen Bundesparteitag teilnimmt. Die deutsche Einheit und die Einigung in Europa, das waren zwei ihrer wichtigsten Aufgaben während ihrer Zeit als Außenminister und Parteivorsitzender. Und dank Ihnen sind wir heute hier, wo wir stehen, nämlich im vereinten Europa und in einer Europäischen Union. Und genauso herzlich begrüße ich Sie, lieber Herr Klaus Kinkel, auch unseren früheren Parteivorsitzenden und Außenminister. Sie haben fortgesetzt mit uns gemeinsam, mit Ihnen, meine Damen und Herren, gemeinsam, was wir als FDP als Bedeutung und Wert von der Europäischen Union für uns national, aber auch international für die Zukunftsfähigkeit in Deutschland halten. Schön, dass Sie beide heute an diesem wichtigen Parteitag teilnehmen. Und lassen Sie mich an dieser Stelle unseren Ehrengast aus den benachbarten Niederlanden begrüßen. Ich freue mich sehr, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Herr Mark Rutte, dass Sie uns heute die Ehre geben, als Vertreter einer liberalen Partei, die erfolgreich seit vielen Jahren regiert, an diesem Parteitag teilzunehmen. Er ist damit wahrhaft ein europäischer Parteitag. Zu uns gekommen sind Interessierte aus anderen europäischen Mitgliedstaaten. Ich begrüße herzlich die Botschafter aus Ungarn und Kroatien. Ich freue mich, dass Vertreter, wir machen einen gemeinsamen Applaus, Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Japan, Finnland zu uns gekommen sind. Es zeigt, dass einmal Interessierte künftige
mögliche Mitgliedstaaten hier auf unserem Parteitag sind, aber auch andere Länder, wie wichtig es ist, was die FDP zu sagen hat in einer sich verändernden Welt und wie wichtig ein handlungsfähiges Europa, aber natürlich eine handlungsfähige Europäische Union ist. Ich freue mich sehr, lieber Herr Kollege Hahn, lieber Herr Landesvorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident, dass wir heute bei Ihnen hier in Hessen sein dürfen. Uns beide verbindet der Einsatz auf Bund- und Landesebene für eine grundrechtsorientierte Rechtspolitik. Und da haben wir genug Gelegenheiten, wenn die Justizminister zusammenkommen, aber natürlich auch in der Partei, hier ein klares Profil der FDP zu geben. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt wieder bei Ihnen hier in Hessen heute diesen außerordentlichen Parteitag begehen können. Ein Parteitag ist erst ein guter Parteitag, wenn er gerade außerordentlich hervorragend vorbereitet wird. Und dafür danke ich und begrüße ich ganz herzlich unseren Generalsekretär Christian Lindner, der mit inhaltlichen Debatten zum Grundsatzprogramm und Bildungsprogramm die Partei nach vorne bringt. Die Partei ist wichtig für die Meinungsbildung, aber wichtige Entscheidungen müssen dann von der FDP-Bundestagsfraktion getroffen und in Regierungshandeln mit durchgesetzt werden. Ich begrüße ganz herzlich den Fraktionsvorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion, Rainer Brüderle. Du bist ein wahrhaft kraftvolles Sprachrohr. Ich begrüße jetzt zusammen alle weiteren Vertreter des Präsidiums, des Bundesvorstandes, viele Minister, stellvertretende Ministerpräsidenten der Länder, Vertreter des Europäischen Parlaments, Vertreter von Stiftungen, von Verbänden. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Wir freuen uns auf alle Redebeiträge heute, engagiert und vor allen Dingen dann, wenn sie überzeugend sind. Als wir im Mai diesen Sonderparteitag vereinbarten, wollten wir einen Bildungsparteitag veranstalten. Die FDP ist die Partei, die vor Jahrzehnten erfolgreich dafür gekämpft hat, dass Bildung Bürgerrecht wird. Und auf diesem Parteitag werden wir, und das ist richtig und notwendig, uns intensiv damit befassen, wie ein föderaler Staat auf die veränderten Herausforderungen im Bildungssystem angesichts von immer mehr Notwendigkeit von Flexibilität und Mobilität, aber auch von Integration, die wir begrüßen, wie da das Bildungssystem in einem föderalen Staat richtig aufgestellt ist und wo es auch möglicherweise die Notwendigkeit zu Veränderungen gibt. Wir sollten uns auch in diesen anderthalb Tagen ausreichend Zeit für die zahlreichen Anträge nehmen zu diesem wichtigen Thema. Auch darauf wird geachtet von denjenigen Bürgerinnen und Bürgern, die den Parteitag verfolgen. Aber die letzten Monate haben natürlich zu Recht die Agenda dieses Parteitages auch verändert. Er ist jetzt ganz besonders ein Meinungsbildungsparteitag. Denn angesichts der Verschuldenssituation in mehreren europäischen Mitgliedstaaten, der Gefahren für die Stabilität des Euro und auch der Gefahren für den Zusammenhalt in der Europäischen Union ist es wichtig, hier auch über nationale und ganz besonders über europäische Antworten zu debattieren. Über Antworten zu debattieren, die von unterschiedlicher Seite in der Partei, in der FDP derzeit erörtert werden, aufgrund des eingeleiteten Mitgliederentscheids. Und die unterschiedlichen Modelle gehen eben einmal in die Richtung, soll man weiter in der bisherigen Richtung marschieren oder soll man alles ablehnen? Soll man ablehnen, weitere Rettungsmaßnahmen
soll man dann lieber Auswirkungen in Kauf nehmen für Staaten, für Gläubiger, für Banken? Oder soll man kraftvoll mitgestalten, auch verbunden damit, dass das große Herausforderungen stellt? Überzeugen wir, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, die Bürgerinnen und Bürger von unserer anspruchsvollen Diskussionskultur. Wenn andere Parteitage von anderen Parteien Themen kontrovers austragen, dann wird anerkennend gemurmelt: toll, dass die das jetzt so einmal diskutieren. Wenn die FDP über die Frage debattiert, wie geht es weiter mit Europa? Welche Antworten sind die richtigen und auch verantwortbaren? Dann lassen wir uns nicht einreden, wir würden hier etwas zerreden, sondern dann überzeugen wir damit, dass nicht am Stammtisch Politik gemacht wird, sondern hier, wo mit Kompetenz und Anspruch über Europa und die künftige Ausrichtung debattiert wird. Die Bundesrepublik Deutschland braucht jetzt keine Erzähler am Schachbrett, sondern sie braucht kraftvolles Handeln. Sie braucht Regieren. Sie braucht Gestalten. Und die Bundesrepublik Deutschland braucht Entscheidungen, notwendige Entscheidungen, die für die FDP doch immer in Richtung einer europäischen Stabilitätsordnung gegangen sind. Rot-Grün hat da lieber die Abrissbirne angesetzt. Mit der FDP hat es eine begrenzte, effiziente Nutzung von Hilfsmaßnahmen gegeben. Mit der SPD hätten wir schon längst die Eurobonds. Es war die FDP, die erfolgreich für Schuldengrenzen, für die Verschuldensbremse gekämpft hat und sie durchgesetzt hat. Rot-Grün beschäftigt sich eher mit Tricks, wie wir Anforderungen zur Stabilität umgehen können. Die FDP hat nach der Bankenkrise ein Restrukturierungsgesetz vorangetrieben. Rot-Grün hat in ihrer damaligen Verantwortung unverantwortliche Spekulationen erst weiter möglich gemacht. Und die FDP hat die Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages bei der Ausgestaltung von Hilfen eindeutig gestärkt. Unter Rot-Grün sind Entscheidungen von solcher Tragweite im Zigarrennebel von Gerhard Schröder getroffen worden. Also, wir haben keinen Anlass, uns zu verstecken. Vertreten wir mutig unsere Werte und Inhalte, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Dieser Parteitag bietet dazu die große Chance, uns als Anwälte der sozialen Marktwirtschaft hier ganz klar zu positionieren, uns als Anwälte, die für Generationengerechtigkeit und damit natürlich auch für Veränderung unserer Strukturen und Sozialsysteme eintreten, zu präsentieren, und als Anwalt der Bürgerrechte und als Anwalt derjenigen, die ihre Rechte in der digitalen Welt wahrnehmen wollen. Wir sind in dieser digitalen Welt lange angekommen. Andere suchen noch verzweifelt ihren Weg dorthin. Nur die FDP mit ihrer Überzeugung hat Korrekturen in diesem wichtigen Bereich, der ja die Gesellschaft noch fundamental in den nächsten Jahren verändern wird, durchgesetzt. Wenn wir nicht wären in Regierungsverantwortung, liebe Freunde, dann gäbe es natürlich Netzsperren mit der Möglichkeit von Kontrolle eines jeden Einzelnen. Wir haben die Korrektur durchgesetzt, und wir verteidigen gerade als Liberale diese Werte auch in der digitalen Welt. Und wir bestehen den Wettbewerb mit klarer Haltung und klarer Position. Deshalb nutzen wir gemeinsam diesen Parteitag zur leidenschaftlichen Diskussion in der Sache. Wir respektieren diejenigen, die hier ihre Positionen überzeugend vortragen.
Wir wollen, dass es eine gute Streitkultur in der FDP, aber dann auch mit dem Ziel einer klaren Positionierung gibt. Das ist hier eine gute Gelegenheit. Herzlich willkommen. Wir sind die Partei, die anspruchsvoll debattiert. Und davon lassen sich, meine Damen und Herren, auch die Bürgerinnen und Bürger, wenn der klare Kompass deutlich wird, überzeugen. Und ich bin der festen Überzeugung, dann kommen wir auch wieder natürlich in bessere Situationen. Für Schleswig-Holstein soll es deutlich besser aussehen als heute im Moment, wo wir sagen, jetzt müssen wir die wichtigen Themen aufarbeiten. Herzlich willkommen zu diesem außerordentlichen Bundesparteitag, den ich damit eröffne.